Guten Tag und herzlich willkommen bei Netzprediger. Wie Sie sehen, bin ich immer noch da und sogar einen Namen habe ich jetzt und der ist unten eingeblendet. Herzlichen Dank an Thomas Stelter dafür. Wer weiß, wie viel Persönlichkeit ich in Zukunft noch entwickeln werde. Danke übrigens auch für die vielen kreativen Beschimpfungen gegen mich auf YouTube und in unserem Forum. Wie schon letztes Mal gesagt, mir macht das nichts. Arbeiten Sie sich gerne an mir ab. Ich bin Ihre virtuelle Fußmatte. Kommen wir damit zu Nils, an dem Sie auch gerne Ihren Alltagsfrust ablassen. Sollte mir das zu denken geben, dass er sich in seinem heutigen Beitrag mit dem Tod beschäftigt? Allerdings natürlich nicht mein eigener Tod, sondern der von anderen Leuten. So viel ist ja mal klar. Ich war also diesbezüglich auf der Seite sargwelten.de. Und zwar ist das eine Seite vom Verband der deutschen Zulieferindustrie für das Bestattungsgewerbe, kurz VDZB. Dort gab es einen Artikel, der ist nicht mehr ganz taufrisch, ist schon aus dem Jahr 2009, mit dem Artikel Online-Trauern, ein neuer Markt für Bestatter. Insofern ist es aber doch wieder aktuell, denn vor einigen Tagen las ich in der Zeitung einen Artikel über rückläufige Zahlen, was das Sterben und das Bestatten in Hamburg angeht, speziell den Ohlsdorfer Friedhof, seines Zeichens immerhin der größte parkähnlich angelegte Friedhof der Welt. Und die Zahlen waren in der Tat alarmierend, denn die Beisetzungen und Bestattungen sind im vergangenen Jahr um sage und schreibe fast 30% zurückgegangen. Anlass genug natürlich für die Bestatterindustrie, sich da mal Gedanken zu machen. Die haben eigens dafür einen Studienauftrag gegeben und haben festgestellt, dass die Worte Bestattung, Tod oder Trauer den Suchbegriff Wetter im Internet längst abgelöst haben. Viele dieser Trauerforien, die es in den letzten Jahren denn gab, werden immer noch von Privatleuten betrieben, sind also nicht kommerziell. Aber auch die Bestatterindustrie hat dieses Feld für sich natürlich entdeckt, zumal Religion heutzutage nicht mehr einen so hohen gesellschaftlichen Stellenwert hat und begleitende Trauerarbeit heutzutage demgemäß auch nicht mehr so oft bei der Kirche gesucht wird. Von daher macht es durchaus Sinn, andere Wege zu gehen. Es gab also, wie gesagt, in den letzten Jahren mehr Online-Foren und Internet-Kondolenzbücher, die sind wie Pilze aus dem Boden gewachsen. Und das Internet gibt also so den Bestattungsunternehmen eine leicht durchzuführende und kostengünstige Möglichkeit, ihre Angebotspalette zu erweitern und sich von Wettbewerbern zu differenzieren und auf diese Weise mit wenig Aufwand neue Kunden zu gewinnen und bestehende stärker zu binden, so zumindest hier zu lesen im letzten Absatz Ihres Artikels. Und das klingt im ersten Moment auch ein bisschen schräge, das kann man durchaus missverstehen, das klingt ein bisschen so wie, ich bin hier letztes Jahr so gut beigesetzt worden, ich glaube, das mache ich nächstes Jahr nochmal. Ja, das Geschäft mit dem Tod, wie gesagt, da habe ich einen sehr interessanten Artikel gefunden von Yvonne Ortmann und zwar auf der Seite Deutsche Startups, das ist eine Seite der Internetgründerszene. Da befasst man sich also auch nochmal mit dem virtuellen Ableben und da war ein sehr interessanter Aspekt, der mir bis dahin so noch gar nicht aufgegangen ist, nämlich was passiert eigentlich mit Facebook-Profilen von Menschen, die gestorben sind. Das ist ja in der Tat nicht so einfach, damit umzugehen. In der Regel verfügt man weder als Freund noch als Angehöriger über das entsprechende Passwort, um diese Seite entweder einzustellen oder anders einzufliegen. Facebook hat sich dann auch dieses Themas angenommen, was ich auch lobenswert finde. Man hat also über entsprechende Suchbegriffe auf der Facebook-Seite die Möglichkeit, dort in Kontakt zu treten und dieses Profil entweder zu löschen oder eine Gedächtnisseite draus zu machen. Und das finde ich einen ganz tollen Ansatz. Gibt so auch nochmal Freunden oder auch Familienangehörigen die Gelegenheit, an jemanden zu denken, ohne dass so eine Seite herzlos plötzlich total verschwindet. Es gibt da zuhauf Beispiele. Diese Seiten heißen dann dulia.de oder gedenkseiten.de. Die unterscheiden sich eigentlich nur marginal, die sind alle ziemlich gleich. Man hat dort eben halt virtuell angelegte Friedhöfe, kann dort eine Kerze anzünden und dergleichen mehr. Interessanter fand ich da schon den Ansatz von der Seite www.stayalive.com. Die wendet sich nämlich gar nicht erst an die Hinterbliebenen von Verstorbenen, sondern an den noch Lebenden. Und das ist immerhin interessant für Leute, die überhaupt kein Vertrauen haben zu den Hinterbliebenen, zu Verwandten oder auch Freunden. Die wollen ihren Nachruf lieber gleich selbst besorgen. Das kann man dort buchen. Das geht los bei 19,90 € bis hin hoch zu 499
Euro für das gesamte Paket. Das Ganze versehen mit unendlicher Laufzeit. Und das fand ich doch mal einen ganz spaßigen Anreiz. Dann habe ich entdeckt, die Straße-der-Besten.de ist jetzt ein bisschen sehr viel Pathos auf dieser Seite. Es gibt da sehr, sehr verspielt angelegte Friedhöfe, wo man eben halt auch wie gehabt Kerzen entzünden kann, einen Nachruf hinterlegen kann oder ein Kuscheltier ablegen und dergleichen. Dort liegt allerdings nicht nur Lieschen Müller von nebenan, sondern durchaus auch Prominenz. So hatte ich zumindest die Gelegenheit, mich auf der Straße der Besten nochmal von Roy Black zu verabschieden oder auch von Peter Alexander. Erwähnenswert sind hier noch zwei Seiten, und zwar www.manazza.de und www.mywebwill.de. Die haben einen tollen Ansatz. Da besteht nämlich die Möglichkeit für die Hinterbliebenen, sagen wir mal, bestimmte Passworte zu hinterlegen für den Zugang auf dem heimischen PC oder vielleicht zu erklären, wie der Versicherungsstatus ist und dergleichen mehr. Also durchaus ein toller, interessanter Ansatz, denn gerade wenn es um Sterben und Pietät geht, steht man da oft sehr hilflos davor. Da finde ich das hier einen interessanten Ansatz. Wir verlassen jetzt aber mal die virtuellen Friedhöfe und gehen auf eine ganz andere Geschichte drauf los. Ihr selber habt euch vielleicht auch schon mal von eurem Auto oder eurem Bike getrennt, weil der TÜV eure Ehe geschieden hat. Und da wunderbar, diese Seite hier nennt sich nämlich schrottplatz.net. Da habt ihr die Möglichkeit, euer totes Auto nochmal abzulichten und hier quasi für die Ewigkeit als Foto reinzustellen. Haben, wie ihr seht, eine Menge Leute schon genutzt. Wie ihr seht, war das auch offensichtlich nicht immer das eigene Auto, sondern auch so manche Rostlaube, die man einfach im Wald vor sich hin hat rotten sehen. Aber fand ich ganz drollig. Nicht so drollig fand ich die nächste Seite mit dem Titel rattenfriedhof.de. Das konnte ich erst gar nicht fassen. Ist tatsächlich die letzte Ruhestätte von Pelznasen und anderen Nagetieren. Erst habe ich gedacht, das ist ein Fake, ist kein Fake. Aber die letzte Ratte wurde hier auch schon vor über 3 Jahren zu Grabe getragen. Ist also auch nicht so angenommen worden. Wie ihr seht, ist die Seite auch nicht so super schmuck aufgemacht. Man meldet sich halt an, lockt sich mit der entsprechenden Postleitzahl ein und stellt eine Kerze auf, stellt ein Bild rein, erzählt nochmal die lieblichsten Anekdoten von der befreundeten Ratte. Und ja, kein Friedhof ohne Forum, wie sich das gehört. Gibt es natürlich auch hier. Das war dann so spannend, dass ich es da doch tatsächlich 10 Sekunden ausgehalten habe. Die kleine Twix macht sich da dann doch Sorgen, dass sie die Ratten, die sie jetzt zu Hause in Pflege hat, vielleicht doch zu früh von der Mama weggekommen sind. Und dann gibt es hier natürlich auch so was wie eine Art Dr. Korf für Ratten. Die gibt dann da eine entsprechende Beratung ab, damit man mit solchen Unpässlichkeiten besser zurande kommt. Wir verlassen den Friedhof der Ratten und Ben, die Lieblingsratte von mir, und begeben uns auf einen völlig anderen Friedhof. Und das konnte ich echt nicht fassen, denn das hier ist, haltet euch fest, ein Friedhof für Avatare. Klingt bescheuert, ist aber so. Dachte ich zunächst. Nicht, aber ich habe dazu nämlich auch einen sehr interessanten Artikel gefunden. Hier liegt nämlich nicht nur Kucks, der Königsmörder, hier liegen Zwerge neben Bogenschützen und Nachtelfen neben Hexenmeistern. Und das klingt erstmal total bekloppt. Aber wie gesagt, ein spannender Artikel aus der Nordwestzeitung, denn man kann hier nicht nur seinen Avatar beerdigen, man kann hier über einen Selbsttest auch Kontakt aufnehmen zum Drogenreferat der Stadt Frankfurt. Ist also durchaus ein interessanter Ansatz, denn man darf das nicht unterschätzen, es gibt eine Menge Jugendliche, die große Probleme haben mit der Spielsucht und die vielleicht nicht damit klarkommen, sich einfach aus dieser virtuellen Welt zu lösen. Und da finde ich es doch einen spannenden Ansatz, zum einen das Avatar zu beerdigen und dann auch sich Hilfe zu suchen, damit man dann auch im realen Leben wieder ein bisschen kompetenter teilnehmen kann. Ja, wir kommen zum letzten Ressort. Und das fand ich besonders charmant, da, wie sich das gehört, Nachruf immer zum Schluss. Es geht um die Todesanzeigensammlung.de von Christoph Sprang, der zu diesem Thema auch schon einige Bücher veröffentlicht hat und jetzt zum Glück auch sich die Zeit genommen hat, einige der schönsten und sprachlich hervorstechendsten Nachrufe ins Internet zu stellen. Wir schlagen also gleich zu und gehen in das Ressort sprachlich unüblich. Da trauern wir nämlich um Uwe D., der unverhofft im Alter von 46 Jahren verstorben ist. Unverhofft? Offensichtlich mochten die nicht. Oder hier, Hans-Peter S., der völlig unerwartet tödlich verunglückt ist. Unerwartet? Hallo, war ein Unfall.
Das nächste Beispiel ist ja sprachlich ein bisschen ungeschickt, ging den Angehörigen wahrscheinlich auch erst auf, als sie es schwarz auf weiß gelesen haben. Da ist zu lesen, Gott dem Herrn hat es gefallen, unsere Mutter Ilse von hinten zu sich zu nehmen. Gut, wollen wir nicht weiter kommentieren. Auf zum nächsten Ressort. Überraschendes Motto. Wie im Leben. Oma rief, Opa kam. Ja, und wie ihr seht, liegen die Sterbedaten sehr dicht beieinander. Fand ich aber niedlich und verspielt von den Angehörigen, das nochmal so ein bisschen charmant einzubetten. Hat mir gut gefallen. Sehr gut auch die kommende Hassanzeige. Und zwar zum Tode von Dr. Med. Volker P. fällt mir nur ein Wort ein. Danke, ein Patient. Fand ich auch herausragend. Jetzt in meinem Lieblingsressort, nämlich Anzeigen mit Tätigkeitsbezug. Und zwar Arnold P., seines Zeichens Schiffsingenieur. Seine Devise lautete stets, volle Kraft voraus. Ab jetzt heißt es, alle Maschinen stopp. Ich finde, das hat was Prosaisches. Genauso wie bei Werner, der offensichtlich in der filmschaffenden Branche war. Werner hat seine letzte Produktion abgedreht. Drehbeginn 11.11.42, Drehschluss 29. Januar 2003. Genau wie bei der nächsten Anzeige, Axel S., da brauchen wir nicht zweimal hingucken. Der war ganz offensichtlich Programmierer. Und die nächste finde ich ein bisschen herzlos, war von Kollegen reingestellt worden, der Firma Wohlwort. Karl R. ist gestorben. Und da heißt es ganz lapidar, er hat den Besen weggestellt. Wir kommen zum letzten Beispiel, und zwar Hans-Joachim S., der war Schachbuchhändler. Und da heißt es prosaisch, die letzte Partie hat er verloren. Jetzt zum Thema Vermischtes, mein allerletztes Beispiel. Und zwar Kurt S. hat ausgetanzt. Jahrelang setzte er im Hamburger Abendblatt die Todesanzeigen. Jetzt hat sie ihn selbst getroffen. Ja, da muss man manchmal mit rechnen. Ja, ich möchte euch noch hinweisen auf das aktuelle Buch von Herrn Sprang. Das hat den Titel Ich mach mich vom Acker. Und ja, das mache ich jetzt auch.